Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, Ark am Start. Ja, heute ist ja der 10.05.2018 und Leute, ja, ich kann es halt nur sagen, es ist soweit, der Server, wie ihr gestern im Stream gesehen habt, ist ja ein Server, ja richtig gehört, ein Server ist endlich am Start, Leute. Ich bin so happy, mein Server ist, also ich habe, ja, der ist jetzt nicht nur seit heute, der ist schon seit den letzten paar Tagen, ist der, also seit der letzten Woche ist der on. Der ist jetzt eine Woche insgesamt on, Leute, und ich bin so happy, weil der ist einfach so geil geboostet, der ist einfach komplett OP und, also ich finde ihn übelst OP und, ja, warum fliege ich jetzt hier, Leute? Ich demonstriere euch das jetzt einfach mal, was ihr unter Boosting hier verstehen müsst. So, jetzt müssen wir noch einen kleinen Bogen fliegen. So. Hier ist unser lieber Ankylo Level 78. So, und jetzt passt auf. Mit einem Schlag 400 Metall, Leute, und 100 Stein. Boom, Leute, guckt euch das an. Das ist doch Boosting, oder? Das ist Boosting, Leute. Und ich muss einfach nur sagen, es hat sich gelohnt, diesen Server zu bauen. Ja, es sind nur 12 Slots, aber als Info für euch. Das heißt, und es sind schon 2 Plätze vergeben. Das heißt, ja, es ist nicht mehr viel frei, aber, na gut, 10 Plätze sind frei. Aber Leute, die nächste Info kommt direkt hinten dran. Und zwar, ja, es wird noch ein Server kommen, Leute. Das heißt, mit nochmal 12 Slots. Und das heißt, wir haben dann insgesamt 24 Spielerplätze. Und minus 2 natürlich gerechnet, weil mein Tribe hat nämlich noch einen Freund von mir dabei. Und der heißt Donnerfaxe. Ja, wir beide sind jetzt Bros Tribe und machen hier schön auf dem Server einen auf dicke Hose. Nein, aber Spaß, aber das ist ernsthaft, Leute, ihr könnt hier so schnell Level up. Ihr habt, wenn ihr levelt, Alter, Leute, ihr müsst euch nicht mehr leveln. Die ganze Level-Kacke mit dem ganzen Erlernen, Leute, die ist hier nicht. Du musst dich einfach nur einmal leveln und du hast, boom, alles erlernt mit dieser Stufe. Das ist so, oh, wirklich so richtig geil hier. Und, oh, das ist einfach super hier. Einfach super. Und, ja, was noch nicht aber leider ist, ist ein Haken. Und das ist, das Max-Level ist noch nicht, ich wiederhole, noch nicht, ja, ist noch nicht höher gesetzt. Also das Max-Level ist momentan noch Level 100 hier auf dem Server. Man kann natürlich aber auch ein bisschen höher werden mit Gamma und Alpha und so. Aber das richtige Max-Level ist halt wirklich immer noch Level 100. Und das verstelle ich dann noch später, Leute, auf Level 200. Ja, und vielleicht sogar noch später, wenn die Serverplätze komplett voll sind, dann auf 280. Und ja, dann ist es aber richtig hier. Dann geht's ab, Leute. Und ja, ich will halt nur euch sagen, es sind halt wie gesagt Plätze frei und wenn ihr Bock habt, wenn ihr Ark habt und wollt mitzocken, dann schreibt mich einfach an auf PS4 oder schreibt einfach einen Kommentar unten drunter. Dann sind wir natürlich auch, ja, dann können wir auch, lade ich euch ein oder ihr schreibt mir einfach einen Kommentar unter das Video euren PSN-Namen oder PS4-Namen und dann schreibe ich euch an oder wenn ihr mich nicht anschreiben wollt oder ich schreibe oder ihr schreibt mich an unter TOMBR404OKA. Ja, das ist mein PlayStation-Account momentan noch und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mit am Start sein darunter und dann könnt ihr mich anschreiben, ihr könnt mich auch adden für Battlefront 2 Time oder so, wenn ihr mit, einfach mal mitzocken wollt im Stream oder so, dann könnt ihr mich natürlich auch mit direkt für Freunden dafür. Aber wenn ihr nicht mit mir befreundet sein wollt und eigentlich nur mitzocken wollt, ja, ist auch nicht schlimm. Aber ich würde sagen, für Ark zum Beispiel sollten wir auf jeden Fall befreundet sein. Da ist auch deine Community, gibt eine interne und, ne, nicht intern, da gibt es auch noch eine Ark-Community von mir später. Ja, was soll das jetzt heißen? Der macht eine Ark-Community. Kann ich mitmachen? Auf jeden Fall könnt ihr mitmachen, wenn ihr nicht auf dem Server mitspielen wollt. Aber ihr wollt Ark mitspielen. Ihr wollt nicht Ark mitspielen auf dem Server, sondern ihr wollt einfach mitspielen, also mit in der Community sein und so. Weil in der Community wird Battlefront 2, da wird Ark drin sein. Aber es wird in erster Linie halt für den Server die Community sein. Und ja, das ist halt wirklich, wirklich für den Server die Community.
Und ja, also ich finde auf jeden Fall, es wird übel geil werden, weil es ist, ich bin so happy, dass ich den Server jetzt habe und heute kommt dann auch noch der zweite Server, endlich der Ragnarök-Server mit 12 Slots auch und dann kann man auch auf Ragnarök gehen und oh, das ist einfach so OP, dass das einfach alles so funktioniert und ja, also ich bin wirklich, ich freue mich da so hart, dass es alles so gut klappt und oh, Mist, falsch geparkt. Ja, und zu dem Wolf-Fahren hatte ich schon gestern im Stream gesagt, ja, die sind gecheatet, weil ich und mein Tribe-Mate hier, Donnerfaxe, wir mussten uns nämlich mal ein bisschen über die Map schnell fortbewegen. Aber Leute, keine Angst oder so. Halt wie gesagt, wenn Ragnarök dann am Start ist, dann könnt ihr euch Wolf-Fahren holen und falls irgendwas sein sollte mit dem Server oder so und ihr spielt hier drauf und ihr werdet zurückgesetzt, so Level 1 oder so durch einen Lag oder so, ja dann, Leute, einfach an mich eine Nachricht schreiben und so und dann treffen wir uns und ja, dann geht's ab hier. Okay, da komme ich echt nicht dran an den Akylo. Naja, der kommt da nicht mehr rein. Ah, da müssen wir irgendwann uns was einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war eigentlich, wie gesagt, wirklich ein kurzes Infovideo, wie es so aussieht hier und was auch noch kommen wird, so in Ark. Außerdem, Leute, auch noch eine Info zu der Staffel. Ich weiß, Iceland-Staffel, ihr findet die eigentlich ja toll. Oder zumindest viele finden die von euch ja toll. Ja, Leute, dazu eine Info. Diese Eisen-Staffel, was damit passieren wird, die wird eingestellt von den Privaten aufs Öffentliche, wird sie umgestellt sozusagen nur. Das heißt, wir zocken dann hier auf meinem Server, könnt ihr auch mitzocken dann. Das heißt, ihr könnt, ja, ihr habt recht gehört, ihr könnt da mitzocken und dann werdet ihr auch in Videos mit dabei sein, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr nicht wollt, ist ja auch nicht schlimm, könnt ihr auch so mitmachen. Aber auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mitmachen wollt, mich einfach nur anschreibt, wie gesagt, auf PS4 und dann geht das los hier, Leute, am Start und ja. So, wartet, ich muss hier mal landen irgendwie. Wir wollen ja den Drop holen, kann ich euch auch gleich einen Drop zeigen. So. Boom. Seht ihr? Überragenden Pelagonis-Sattel. Also, habt auch nochmal dran gesehen, das ist hier alles Boosting ohne Ende. Also, es ist nicht zu OP. Manche Sachen zum Beispiel sind noch richtig Vanilla-Einstellungen. Das heißt, was heißt Vanilla? Vanilla heißt, sie sind sehr nah an den realen Arc-Einstellungen, an den Normalo-Einstellungen und es ist aber nicht so spielbeeinflussend, dass es jetzt heißt, dass es wirklich nicht boosted ist. Und glaubt mir, Leute, das ist boosted. Und ihr könnt fragen dann die Leute, die auf dem Server spielen und ihr wollt mitspielen. Die werden euch alle sagen, Alter, der ist boosted und der ist einfach super. Aber wirklich das größte Makel momentan ist halt das wirklich mit dem Level. Und das werde ich aber noch ändern. Und ja, dann wird das ja auch richtig geil werden. Aber ja, fürs erste war es das eigentlich mit den Infos und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert auch die Glocke neben Abo-Button, damit ihr auch immer auf den neuesten Stand seid von meinen Videos. Und ja, Leute, das war's, wie gesagt, und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin. Sagt das Fiona auch ciao. Und noch einen schönen E-Mail reinhauen, Leute. Und danke fürs Zuschauen.